Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns angucken, wie man sich denn für mehrere Ressourcen authentifizieren kann. Normalerweise hatten wir bislang immer hier die Möglichkeit, der Client authentifiziert sich bei einer Ressource. Das heißt, das Ganze lief so ab. Und man hat im Endeffekt genau gesagt, okay, zum Beispiel PC Morpheus, mein PC heißt tatsächlich so, ist kein Witz, der PC Morpheus möchte sich bei der Ressource Drucker, was auch immer, HP, Laserjet, was auch immer ich da habe, uraltes Teil, aber egal, er funktioniert, da möchte sich der authentifizieren und möchte sozusagen Zugriff haben. Und das macht dann im Endeffekt mein Drucker für mich oder mein Drucker-Server für mich. Das heißt, der muss erstmal gucken, steht der PC Morpheus, je nachdem, was für eine Authentifikation er hier gewählt hat, steht er in der Datenbank drin, hat er sich richtig authentifiziert, wenn ja, druck die Seite, wenn nein, lass es bleiben. So, relativ simpel. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was machen wir, wenn wir plötzlich mehr als zwei Drucker haben? Und dann gibt es immer eine gewisse Möglichkeit, was man hier machen kann. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt, das ist ein Farbdrucker hier unten. Ich schreibe das gerade mal dazu, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Farbdrucker und das ist Schwarz-Weiß-Drucker. So, und ich möchte mich jetzt an beiden hier authentifizieren. Und diese beiden Drucker müssen logischerweise genau dieselbe Datenbank haben, denn ich habe keinen Bock, mir für jeden Drucker auch noch ein Passwort zu merken. Das wäre unglaublich nervig. Sprich, was mache ich, damit die beiden hier die Datenbank gleich haben? Naja, ich kopiere sie mir einfach. Copy-Paste ist doch immer eine Möglichkeit. Nicht so ganz in dem Moment. Sagen wir mal, ich möchte mein Passwort, aktualisieren, weil es irgendwie schwach ist. Ich habe das Passwort ASDF1234 genommen oder sowas. Und möchte das aktualisieren. Dann sage ich ganz einfach, ich möchte ein neues Passwort wählen, normalerweise zumindest, aber im Fall von mehreren Ressourcen muss ich das in jede einzelne Ding reinkopieren. Und das wäre extrem aufwendig. Sprich, ich habe eigentlich nicht dasselbe Passwort, sondern ich habe zweimal einfach das gleiche Passwort gewählt. Und das ist ein bisschen umständlich, deswegen geht man her und macht normalerweise noch einen weiteren Schritt. Und da ist jetzt eigentlich relativ interessant, wo der eigentlich herkommt, dieser weitere Schritt. Und zwar gibt es einen Authentication Server, heißt das Ding normalerweise. Dieser Authentication Server verwaltet die Datenbank, das heißt, der hält sich die Datenbank. Der wiederum nimmt auch Anfragen von den Ressourcen entgegen. Das heißt, der Client authentifiziert sich nicht beim Authentication Server, sondern der Client schickt nach was auch immer ERP, irgendwelche Module, zum Beispiel PHP, schickt er hier an den Schwarz-Weiß-Drucker und der Schwarz-Weiß-Drucker wiederum hat keine Ahnung, ob der Client wirklich berechtigt ist, aber der schickt einfach die Daten an den Authentication Server und die beiden sind schon vorher authentifiziert gewesen. Das heißt, der Schwarz-Weiß-Drucker, der authentifiziert sich als allererstes mit dem Authentication Server. Der Farbdrucker macht dasselbe hier auch mit dem Authentication Server und wenn dann eben ein Client drucken will, dann wird das Passwort sozusagen durchgereicht an den Schwarz-Weiß-Drucker, an den Authentication Server und der wiederum gibt okay zurück oder er lässt es bleiben. Und der Drucker gibt dann wiederum dem Client Feedback. Ja, und so funktioniert das theoretisch. Denn wenn ich jetzt hier mehrere Authentication Server hätte, also theoretisch war das ursprüngliche Beispiel ja, ich habe hier einen Authentication Server und hier unten einen. Und dann habe ich natürlich auch zwei Angriffspunkte. Das heißt, ich kann den Farbdrucker angreifen mit irgendwelchen Schwachstellen oder sowas, die vielleicht im Farbdrucker drin sind. Und ich kann den Schwarz-Weiß-Drucker angreifen. So muss ich den Authentication Server angreifen. Sprich, ich habe nur einen Angriffspunkt und ich weiß, dass das ein gern gewählter Angriffspunkt ist und ich kann diesen Authentication Server sehr, sehr gut abkapseln von allen möglichen Zugriffen von außen, also von ganz außen und ich kann ihn auch schön hart machen, das heißt, man kann hier irgendwelche Firewalls installieren oder sonst irgendwas. Das heißt, man hat hier so einen Authentication Server, der wirklich schwer zu knacken ist und die Farbdrucker, die sind eigentlich total simpel zu knacken, aber die können ja selber nichts machen. Die wissen selber nicht, ob derjenige authentifiziert ist oder nicht. Und das ist sozusagen der Sinn dahinter. Klar, die Drucker hier sollten auch nicht so leicht knackbar sein, dass man einfach Druckaufträge hinschicken kann, ohne sich vorher zu authentifizieren. Also das dürfte klar sein. Ein bisschen Sicherheit muss man auch bei denen machen, aber lang nicht so viel wie bei dem Authentication Server hier. Ja, und das ist sozusagen die Idee. Hier kann ich jetzt natürlich unendlich viele Ressourcen einfach installieren. Ich muss nur die Verbindung zwischen der neuen Ressource und dem Authentication Server sicherstellen, muss da sozusagen Passwörter initialisieren oder was auch immer, wie man sich authentifizieren möchte und dann kann ich das eben so machen. Wunderbar.
Das ist sozusagen die grobe Idee. Nächstes Mal möchte ich mit euch aber tatsächlich noch ein bisschen mehr machen. Und zwar ist es nicht alles. Man kann natürlich auch noch hergehen und kann sagen, hey, ich möchte noch viel, viel fancyere Sachen machen. Und da kommt dann zum Beispiel Kerberos ins Spiel. Den möchte ich mit euch dann wahrscheinlich nächstes Mal machen und zumindest anfangen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.